I used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is Father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered a story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley far away from the war. For weeks I held on to that thought, until the valley from my mother's stories, I could see it. This is where I can start a new life. Und dort ist es auch, wo wir unsere eigene Dynastie gründen werden. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Medieval Dynasty, in dem es darum geht, wie schon gesagt, unsere eigene Dynastie aufzubauen. Das Ganze hier noch im Early Access. Hallöchen aber auch. Winter, Costria. Ein neues Leben beginnen, das werden wir doch lieben gerne machen. Aber zuvor schauen wir mal. Ah, die Karte. Ich muss schon sagen, ich habe hier und dort ein paar Let's Plays schon angeschaut, deswegen weiß ich am Anfang ein bisschen, um was es hier geht. Wie gesagt, wir dürfen unsere Dynastie hier aufbauen. Und es geht nicht nur um unseren Charakter selbst. Denn wir sind sterblich in diesem Spiel. Klingt jetzt vielleicht komisch in Bezug auf andere Spiele, aber das ist so, je länger wir spielen, umso älter werden wir auch und irgendwann werden wir sterben. Entweder an Alter, weil ich von irgendwas gefressen werde oder es kann viele Dinge passieren. Da ist es natürlich gut, wenn wir einen Nachfahren haben. Diesbezüglich müssen wir natürlich auch hier dann quasi eine Familie gründen. Nicht nur Familie, wenn wir natürlich das Team machen, wollen wir natürlich etwas Großes erreichen. Heißt, wir werden unser eigenes Dorf sogar, wenn alles gut läuft, beherrschen mit eigenen Einwohnern, die dann nach und nach ihren Tätigkeiten nachgehen, damit wir zum Beispiel irgendwann mal sagen können, hier, wir kunden ein Dorf, wir haben Farmen, die von Dorfbewohnern bewirtschaftet werden. Ei, das ganze Zeugs. Aber ich wirklich mehr als gespannt bin. So, jetzt gucken wir mal Weltkarte. Es ist viel auf Deutsch, aber auch vieles auf Englisch. Jetzt gucken wir nochmal. Escape, ich brauche das nicht. Wir haben einen Filter, wir haben Tageszeiten etc. pp. Dankeschön. Ja, eins haben wir hier, wir sind Spieler. Wir müssten hier hin für den Anfang mal. Das können wir natürlich machen. Was haben wir sonst noch alles hier? Hier haben wir ziemlich viele Städte. Hier unten haben wir auch sogar was. Wir haben noch Frühling. 18 Grad. Was haben wir sonst noch alles? Das Journal, in dem wir quasi unsere Quests haben. Okay. Eigentlich nur die momentan. Yep, der Rest überhaupt noch gar nicht. Das macht aber auch nichts. Fähigkeiten ist ganz wichtig, weil wir bekommen nach und nach Fähigkeits- und Skillpunkte, die wir einsetzen können, und uns nach und nach besser zu machen, weil am Anfang können wir so gut wie gar nichts machen. Wirklich gar nichts. Aber wir müssen es natürlich heraufarbeiten, denn im Spiel gibt es auch Jahreszeiten, zum Beispiel Frühling, Herbst und Winter. Und dementsprechend müssen wir uns natürlich auch vorbereiten, denn im Winter an Nahrung zu kommen ist auch ein bisschen schwer. Deswegen sollten wir gucken, dass wir ziemlich früh zum Beispiel sowas wie Jagen recht gut drauf haben. Holzpfeile machen, oh, wunderbar. Landwirtschaft ist natürlich auch nicht schlecht. Uns Inventar, okay, okay. Mit unserem Charakter, Rakimir sind 18 Jahre alt. Haben nicht so, wir haben gerade mal ein paar Klamotten, eine einfache Fackel. Entschuldigung dafür. Wir haben etwas zu essen auf jeden Fall da, wir haben 50 Münzen, okay. Können wir unterteilen in Sachen. Wir können 35 Kilo tragen, davon haben wir bereits 6,5 fast dran. Okay, okay. Management. Ah, das ist dann für später. Wenn wir quasi dann unsere Siedlung aufgebaut haben. Okay, okay. Und Technologie?
Warum? Für Dinge, die ihr erledigen und etc. bekommen wir Technologiepunkte nach und nach, um auch Sachen freizuschalten. Nerei, wir können eine Taverne aufbauen. Ja, wer braucht eine Schmiede, wenn er eine Taverne aufbauen kann? Werkstatt, okay, Jagdhütte, Fischehütte. Holzschippen, Grab, Ressourcenlager, Mine sogar. Wir können Minen aufbauen, oh mein Gott, das gefällt mir jetzt schon. Okay, soviel zu dem Thema. Oh. Schick, schick, können wir auch schneller rennen? Wir können sogar schneller rennen. Können wir denn... Wir können Sachen einsammeln. Wie geht denn das? Ah, ich muss E gedrückt halten dazu. Okay, okay. Wie gesagt, ich weiß ja schon ein bisschen was. Deswegen weiß ich auch zum Beispiel, dass man ziemlich viel hier quasi mitnehmen kann und auch verkaufen kann. Oh, Stöcke. Nehmen wir einfach mal alles mit, was wir mitnehmen können. Fichtenzweig. Das dürfte ja nicht so... Johanniskraut? Ich merke schon, kaum 5 Minuten Spiel drin und die Sucht zu klauen ist wieder mal da. Wir brauchen das, wir brauchen das, wir brauchen einfach alles. Wir können alles so ein bisschen mitnehmen. Ah, und, oh. Ich glaube, das habe ich bereits mitgenommen. Ahornzweige. Ich habe keine Ahnung, was man... Ah, okay, es ist einfach nur allgemein Zweige. Okay, okay, schon verstanden, schon verstanden. So. Aber eine Sache möchte ich noch machen. Und zwar... Ich möchte ja ziemlich schnell was aufbauen. Frage ist nur, wo? Kann man da rüberkommen? Nee, oder? Nee, leider nicht. Das wäre nicht zu schön, um wahr zu sein. Rockenbär, Bravlo. Hier oben in den Bergen ist auch ein bisschen doof. Vielleicht da hinten? Da wären wir zumindest alleine. Wir sagen, komm, wir tun hier hinten was aufbauen, dass wir sagen, das gehört zum Schluss uns mal hier hinten. Und ich meine, wir müssen ja nicht nur ein Dorf aufbauen, wir können ja mehrere Dörfer aufbauen. Insofern wir natürlich groß genug werden. Beziehungsweise ist ja eh das erste Mal Stöckchen, hallo, Steinchen, oh. Wie ich weiß, sind Steine nicht so oft zu finden in der, ja, wie soll ich sagen, in der freien Natur. Also sowas können wir zum Beispiel nicht mitnehmen. Deswegen bin ich mal so dreist und sage, hey, wenn wir schon mal die Chance haben, hier an Steine ranzukommen und an Pilze, natürlich Pilze auch, wir nehmen einfach alles mit. Wir nehmen alles mit. Wie viel haben wir denn am Gewicht? 15? Wir können auch ein bisschen was mitnehmen. Ein bisschen Ehren kann niemand verwehren, den Stein nehmen wir auch noch mit. Ich weiß, wir sollten eigentlich zu unserem Onkel gehen. Aber ich bin gerade so ein bisschen... Birkenzweig, dankeschön. Ich wollte gerade sagen, also wenn sowas hier im Weg steht, müssen wir es natürlich mitnehmen. Da hilft natürlich alles nichts. Die Pilze zu sehen, ist ein bisschen schwierig. Wie so, es ist wirklich ein bisschen schwierig. So, da hier Steine mitnehmen. Steine sind immer gut. Denn wir in jedem RPG wissen wir auf jeden Fall, Holz ist Stufe 1. Und sagt es mir, Steine Stufe 2. Deswegen nehmen wir ein bisschen was davon auch noch mit. Dich nicht, okay. Dich nehmen wir noch mit. So, aber jetzt gucken wir mal ein bisschen nach vorne. Zu viel geklaut am Anfang. Oh ja, oh ja. Das sieht doch schön aus, gerade hier oben. So viel zum Thema klauen. Mitnehmen, mitnehmen. Neues Level. Das kommt auf einmal so viel klaut. Birkenzweige, ich hätte gern dieses Blümchen. Darf ich nicht das Blümchen mitnehmen? Ach, komm schon. Okay, können wir gerne mal gucken. Fertigkeiten. Ah, ich habe verschiedene Sachen. Wo ich etwas reinmachen kann. Und das wäre Überleben. Was haben wir denn? Überlebenspunkt. Plus 1 Fertigungspunkt von Survival-Aktivitäten. Unempfindlich in Arbeit. Okay, jetzt kann ich wahrscheinlich noch nicht machen dann. Wobei doch, das würde sogar... Oh, eiserne Leber. Widerstand gegen Gift. Erfassen von Pilzen, Federn, Kräutern im Entdeckermodus. Kann ich das irgendwie machen? Das wäre doch was. 10% mehr Gesundheit. 10% langsamer Nahrungs- und Wasserverlust. Ja. Kann ich? Ach, das geht noch gar nicht. Ich muss eins von den dreien hier unten machen. Okay. Dann würde ich doch sagen... Das hier. Ein Fähigkeitspunkt, um auf die nächste Ebene zu kommen.
Mehr Gesundheit und danach wird es das nächste sein, dass wir quasi alles erfassen können, was wir so quasi einsammeln. Was nicht schlecht ist, möchte ich mal sagen. Das ist ganz und gar nicht schlecht. So, aber jetzt auf nach unten. Das war jetzt eher so ein kleiner Nebeneffekt, sagen wir es mal so. Ich nehme mal mit und dich nehme mit. Ich wollte gerade sagen, Birke 2, komm mal her. Genauso wie du. Und ich hoffe mal, die zwei kommen nach und nach wieder. Sonst haben wir nämlich ziemlich bald Probleme an der Backe. Weil ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich so viel wie möglich klauen werde. Was heißt ja, wobei klauen, von klauen kann man eigentlich nicht reden. Ich tue ja abernten. Wenn man sich die tue ich ja eigentlich abernten. So, Birkenzweig mitnehmen, Birkenzweig mitnehmen. Ich brauche eh keine hier. Die braucht eh keine hier. Das schaut auch gar nicht schön aus hier. Guck mal an. Sieht auch wesentlich schöner aus, wenn die Zweige nicht hier in der Gegend rumfahren. Hallöchen, liebste Musik. So, kann man da irgendwie rein? Ich kann da sogar reingehen. Kann ich da? Oh, ich kann rauben. Das sollte ich vielleicht noch nicht machen. Kann ich hier? Steine. Gibt es wahrscheinlich sowas wie eine Axt später mal. Guten Tag, werte Bewohner. Hallo Erwin. Hallo Alvin. Hallo liebe... Oh, Entchen! Entchen! Kann ich irgendwie... Ja, hallo. Hallo kleines Gänschen. Oh, bist du süß. Ich glaube, ich bin... Bist du süß. Oh, ho, ho, ho. Was haben wir denn hier? Kühe? Oh, Hallöchen aber. Leute, und die gehen an ihren Tagesgeschäften nach. Das wird doch eine schöne Sache werden. So, jetzt machen wir erstmal die Quest, aber... Bist du Unikos? Ich würde mal sagen, ja, zu dir müssen wir. Zu dir müssen wir nicht. Ich bin nicht... Hey, Fremde, was für dich ins Tal? Du siehst weder wie ein Kaufmann noch wie ein Pilger aus. Nein, bin ich nicht. Mein Name ist Rekmet und ich kam aus dem Süden, um meinen Onkel Jordan zu suchen. Meine alten Heimat nannte man sie ihn Jordan den Flößer. Jordan, ach ja, er hat mir einmal von seinem Leben auf dem Fluss erzählt. Du bist an den richtigen Ort angekommen, aber leider ein paar Jahre zu spät, fürchte ich. Was? Warum das? Was ist mit meinem Onkel passiert? Er war ein guter Mann und ein noch besserer Freund, Rakimir. Als guter Handwerker und ausgezeichneter Händler hat er hier ein kleines Vermögen verdient. Sie ist der Werner dort drüben, er baute und betrieb sie, wie auch viele andere Geschäfte, die du im Tal findest. Mutter erzählte mir, dass er im Norden wohlhabend wurde. Ich hatte keine Ahnung, wie wohlhabend, aber das bedeutet meine Frage nicht. Zumindest habe ich eine Bleibe. Sag mir jetzt, wo ist mein Onkel? Das zuerst. Dein Onkel hat sich umbringen lassen, mein Freund. Hat sich umbringen lassen? Er hatte die Idee von einem riesigen Handel mit dem deutschen Königreich im Westen. 5 Wagen gefüllt mit bestem Eisenerz, schön gefärbten Leinen und unserem ausgezeichneten Bier. Von 10 Ochsen gezogen hat er nichts herum. Hat er nicht herumgealbert? So viel kann ich dir sagen. Was ist passiert? Wie ist er gestorben? Sein Trecker wurde von Banditen überfallen, seine Vorleute abgeschlachtet. Er muss sich wackgeschlagen haben, nach dem, was wir gesehen haben. Als wir nach ihm suchten, hat er 2 mit in den Tod genommen. Ich habe ihn selbst begraben, oder besser, was die Wölfe zurückgelassen haben. Es tut mir leid, die Überbringsel, solche Nachrichten zu sein. Ach, Mist. Mein Onkel ist tot, sein Vermögen weg. Ich bin den ganzen Weg umsonst hergekommen. Sag das nicht, ihr würdet deinen Neffen von Iodon nicht verkümmern lassen. Und auch wenn die meisten doch für nur schnell vergessen, was sie deinem Onkel zu verdanken haben, ich habe nicht die Absicht, es ihnen gleich zu tun. Ich bin der Kastellan und mein Wort hat nach wie vor Gewicht. Also sag mir, kann ich was für dich sorgen? Ich kann einfach Werkzeug herstellen, ich kann meine Bedürfnisse durch Wildnis stellen und ich weiß, wie man rechnet und tauscht. Das ist gut, ich habe vielleicht eine kleine Ware oder Gold zu bieten, aber du kannst hier so viel Land haben, wie du willst. Nicht verkauft, sondern die auf Lebenszeit garantiert. Bau ein Haus, züchte Gemüse, halte etwas Vieh und war im Traum deines Onkels. Ist das ein Ernst? Mein eigenes Land? So viel wie ich will? So viel wie du brauchen kannst, mein Junge. Und solange du deine Steuern bezahlst. Ich verstehe. Hast du einen Rat für mich? Du kannst Bäume fällen, um dein Haus zu bauen. Am Fluss wächst Schilf, das sich gut für Dach eignet. Hast du etwas zu essen dabei? Ja, naja, nicht viel. Ich findest du Verkäufe in unserem Dorf. Wenn du kein Geld für Nahrung hast, kannst du immer Pilze im Wald suchen und Tiere jagen. Vielleicht könnte ich irgendwie ein paar Münzen verdienen. Sicher, du kannst mit den Menschen hier oder in deinen Dörfern sprechen. Vielleicht wird jemand für deine Hilfe bezahlen. Vielen Dank für den Ratschlag, es ist Zeit für mich, den richtigen Ort zu finden. Ein hölzerner Hammer, wunderbar, lass mich mal sehen. Ich habe etwas Besonderes für dich. Das ist der Hammer, mit dem dein Onkel das Haus gebaut hat, in dem er alt geworden ist. Welches bessere Werkzeug kannst du verwenden, um dein erstes Haus zu bauen? Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
So, ich kann Tab-Menü drücken. Mit Q kann ich das Roulette aufmachen. Und mit links Alt-Inspektionsmodus. Okay. Das aber ganz schön Sachen verbraucht. Weil ich muss mal sagen, links unten seht ihr ja, ich habe ein bisschen durchgerascht, tut mir leid. Links unten seht ihr so eine kleine Anzeige. Das Grüne ist meine quasi Kraft, die ich habe, um laufen zu hauen, was abzubauen, ZW und auch diesen besonderen Blick hier zu machen. Danach ist eine Lebensanzeige und rechts davon ist einmal in, sag mal, Orange Essen und in Blau mein Trinken. Steinaxt, Bäume fällen, Stroh holen, bau dein eigenes Haus auf. Okay. Wie gesagt, wir möchten ja ein bisschen was anfangen. Weil wenn wir hier auch noch was haben, wir hier vielleicht auch nicht gerade so schlecht. Aber hier haben wir zwei Fische und können sagen, hier bauen wir es ab. Ne, wir bauen wir. Komm, wir gehen nach rechts, was soll's. Wir gehen nach rechts. So ein Kuh, ein Roulette. Crafting, okay. Steinmesser. Eine Steinaxt, die können wir doch machen, oder? Warum nicht, komm. Muss dafür stehen bleiben, ich muss dafür stehen bleiben, okay. Baue eine Steinaxt. Und ein paar Stöcke. Ist schon mal gut, dass wir so viele Stöcke gebraucht haben. Das ist ja schon mal etwas. So, was können wir noch bauen? Gebäude, weitere Sachen. Falle, Lager, Zäune, Möbel und Beleuchtung. Okay, und Gebäude können wir speichern, Landwirt, Überleben, Crafting, Haus und Ressourcen. Das klingt doch nach was. Ich wollte gerade sagen, nehme doch diesen Stein auf. Okay, wie gesagt, wir wollen ja nach da drüben hingehen. Und das werden wir jetzt auch machen. Muss ich denn viel laufen dafür? Relativ wenig eigentlich. Okay, relativ wenig. Dann können wir doch auch mal kurz Richtung Fluss laufen. Da gibt es noch einen zweiten Weg. Oh, Hallöchen. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Dann gucken wir doch mal. Kann man hier irgendwas mitnehmen? Irgendwas, was man brauchen kann. Oh doch, da gibt es Schilf. Aber vielleicht da drüben auch noch gleich. Moment, kann ich denn irgendwas trinken? Kann ich. Okay. Einfach Wasser aus dem Bach trinken, das ist doch nicht verkehrt. Definitiv nicht verkehrt. Und Schilf kann man hier am Wasser holen, so wie es ausschaut. Bist du Schilf? Nein. Bist du Schilf? Auch nicht. Ihr seid alle kein Schilf, so wie es ausschaut. Was jetzt nicht ganz so schön ist. Okay, dann ist das vielleicht... Du vielleicht auch nicht. Na gut, was soll's. Dann rennen wir jetzt mal rüber. Dann rennen wir jetzt mal darüber. Ich sag vielleicht nicht das Klügste, am Kartenrand zu quasi das Ganze aufzubauen, aber ganz ehrlich, was soll's. Das ist Season 1. Hier kann man noch quasi seine Spirenzchen treiben. Oh, Hallöchen Stein. Dich nehme ich doch mit. Genauso wie ich dich mitnehme. Stein Nummer 2 und noch mehr Steine. Ich bin verohrt. Johanneskraut? Ich habe nicht mal gesehen, wie das ausschaut. Okay, nochmal ein Stein. Danke dafür. Ich glaube, hier müssen wir lang, oder? Ich glaube, ja. Wie wir sehen können, hier gibt es ziemlich viele Steine. Mit ziemlich viel meine ich auch ziemlich viele Steine. Ah, guck mal an die kleine Brücke. Es, oh Gott, ist das süß hier. Eine kleine Brücke mit einem Bach, okay. Was ist denn... Ein kleiner Karren. Okay. Hier scheint es nach oben zu gehen. Was haben wir denn hier noch anzubieten? Ist der Ahorn? Ach, nur Ahornzweig. Okay, was bist du? Schilf. Okay. Das ist doch das, was wir noch ein bisschen brauchen davon. Schilf, das zu Stroh wird. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir sowas von alles mit. Und ich merke schon, ich scheine ein bisschen überfüllt zu werden. Okay, dann müssen wir natürlich ein bisschen was machen dagegen. Wir betonen auf ein bisschen was. Lass uns auf die andere Seite rübergehen. Nee, wenn wir das sogar noch hier drin haben, wäre doch gar nicht mal so schlecht, oder? Ich überlege gerade, wenn wir ein bisschen ausbauen möchten. Und nebenbei ist natürlich nie gut. Wir können ja beide Seiten vom Fluss einnehmen. Das wäre doch etwas, oder? Das würde ich nicht machen.
wenn wir schon mal hier drüben sind. Ich weiß, hier geht's bergig nach oben und alles drum und dran. Ja, komm, wir machen hier eine Mini-Stadt hin, die quasi von hier rüber geht und hier rüber geht. Das machen wir einfach so. Dann wäre jetzt aber mal die Frage für ein Gebäude. Halt, das brauchen wir nicht. Ich hätte gerne ein Gebäude. Und zwar das erste Haus möchte ich haben. Okay. Rundholz 6. Okay, ich glaube mal, dazu muss ich Bäume fällen. Dazu muss ich aber im Inventar... Ah, die Axt auswählen. Okay. Das ist schon mal nicht schlecht. 6 Rundhölzer brauchen wir. Gucken wir doch mal. Kriegen wir das hier hin. Meins verfehlt. Ah, jetzt aber. Wunderbar. Wenn wir ein bisschen draufhauen, funktioniert es. Und Baum fällt. Auf eine atemberaubende Art und Weise. Wunderbar. Okay, können wir den... Muss ich den noch weiter zerschlagen? Stimmt. Einmal und nochmal. Okay. Das ist Rundholz Nummer 1. Nummer... Halt, bleib... Rundholz bleibt stehen. Dankeschön. Und noch mehr Rundholz. Ich wollte gerade sagen, ich sehe nichts mehr. Noch ein Rundholz. Noch ein Rundholz. Und ich bin ziemlich schwer, stelle ich gerade fest. Und ich glaube, wir haben noch nicht alles, gell? 2 Stück brauche ich noch. Okay, bekomme ich denn aus dem Stumpf noch was raus? Oh je, okay. Ich habe bereits zu viel geklaut, stelle ich fest. Was ist denn, wenn ich jetzt hier sagen würde... Halt, ein Inventar muss ich mal reingucken. Was ist denn hier so schwer? Gewicht. Die ganzen Steine sind es wahrscheinlich. Kann ich das irgendwie fallen lassen? Ablegen auf X. Yep. Bitte einmal ablegen. So, dann bleibt der nämlich mal hier. Kann ich denn das noch weiter abbauen? Schaufel benötigt. Okay, ist nicht so gut. Das ist natürlich nicht so gut. Oh, Hallöchen. Ich wollte gerade sagen, bitte lass mich doch hier abbauen. Das wäre äußerst vorteilhaft. Ich kann sogar schon Wärmten. Hoppale. Na komm schon. Jetzt da. Jetzt haben wir was wir brauchen. Ein paar Rundhölzer. Den Stein haben wir noch nicht ganz, aber es macht auch noch nichts aus. So. Häuschen, wie groß bist du denn überhaupt? Wie gesagt, einfaches Haus, ein normales Haus. Das kann man nicht machen. Aber ein einfaches Haus können wir bauen. Oh. Dieses einfache Haus ist ziemlich groß, stelle ich gerade fest. Was denn das Wort ist, ist ziemlich groß. Reicht der Platz denn hier überhaupt aus? Bin ich gerade am Überlegen. Wenn wir doch mal anders stehen gehen sollen. Ich meine, wir können ja immer noch umziehen. Deswegen sagen wir jetzt einfach, guck mal, soll es. Wir bauen mal das erste Haus auf. So, Lab. Wo ist denn der Eingang? Der ist hier. Sollte er Richtung Straße sein? Nein. Wenn es geht, nicht. So, wenn ich jetzt sage, baut es hier hin. So. Das schaut uns gerade mal so schlecht aus. Die Steine nehmen wir mit. Wunderbar, wir sind zwar jetzt ein bisschen schwer, aber es macht nichts. Du trägst so viel. So. Baue dein erstes Haus auf. Wir haben hier Fundament und wir haben alles drum und dran. Okay. Ja, man sagt schon, je schräger es ist, umso ungünstiger ist das Ganze, aber macht nichts. Das macht rein gar nichts aus. Es ist ja quasi unser erstes Häuschen. So. Dann würde ich doch mal sagen, wir brauchen bestimmt den Holzhammer, oder? Yep. Den legen wir jetzt mal auf 2. Und können damit... Oh, Hallöchen. Können damit gucken, wie wir was bauen können. Das ist nicht schlecht. Bearbeiten. Was ist denn bearbeiten? Aber wir können sagen, was wir haben wollen. Eine Wand, Fenster oder eine Tür. Na gut, können wir so mal was machen. Was brauchen wir? Rundholz und Stöcke.
Ja, ein Glück, dass wir da ziemlich viel haben von Hallöchen, aber auch. Na, hier wollen wir ja unsere Tür haben. Können wir die Stöcke zumindest verarbeiten. Lebensmittel, Nahrung ist ein wenig Bestandteil. Ah, okay, du musst essen, um ihn wieder herzustellen. Etwas kann man Tierefleisch jagen, doch rohes Fleisch kann vergiftet verursachen. Im Frühling sind Morschen essbar und in Wäldern zu finden. Doch unreife Beeren können vergiften verursachen. Im Sommer sind die Beeren reif und gut zu essen. Im Herbst gibt es größere Auswahl an Pilzen. Aber mit den giftigen muss man vorsichtig sein. Okay. So, 3, 4 und zack. Möchte ich hier noch ein Fenster haben? Ja, ich möchte hier noch ein Fenster haben. Guck mal, was das ist. So. Oho. Fliehwand mit Fenster. Holzwand, Steinwand. Nee, ganz normal. Ganz normal möchte ich hier haben. 3, 4 und zack. Wäre nämlich auch ein bisschen leichter, wenn wir das Ganze hier schon mal eingebaut haben irgendwie. Der Hammer scheint auch verbraucht zu werden auf Dauer. Und dann sagen wir hier noch das gleiche, oder? Ja, machen wir lieber hier hin. Ich möchte durchgucken können. Ah, das haben wir schon. Okay. Dankeschön. Ich schätze nicht, dass das haben wir auch schon. Was ist das? Das Strohdach? Yep. Definitiv können wir das auch schon hinklatschen. Je mehr wir hinbauen, umso glücklicher bin ich doch schon mal für den ersten Tag. So, essen müssen wir danach auch noch was holen. Wir müssten sogar noch ein bisschen was dabei haben. So, 3 und 4. 1, 2. Ich habe keinen Strom mehr, okay. Ich habe keinen Strom mehr. Das ist nicht ganz so gut. Kann man doch irgendwas anderes hier gerade machen. Du zum Beispiel, yep. Das können wir nur machen als Dreieck so quasi. Okay, mehr geht aber nicht. Mehr geht nicht. Das heißt, wir müssen jetzt wieder ein bisschen Bäume fällen. Sehe ich euch nicht dazu. Holzfällerei ist eine schöne Sache. 5 Bäume müssen wir fällen. Okay, dann wissen wir schon mal. Ich glaube, diesem Baum gefällt es gerade nicht, was er mir da anstellen macht. Nix. Oh, Hallöchen. Durch den Baum einmal durchgucken. Es ist Erdexis, also kann das ja schon mal vorkommen. So, runter zum 1, Nummer 2. Komm her, komm her, komm her. Und du auch noch. Ich würde sagen, mitkommen. So, mit der Schaufel können wir es nachher noch rausmachen. Und ich merke, ich bin schon wieder ein bisschen voll. Das liegt auch zum Teil an den Stein. Das liegt definitiv auch an den Stein. Ja, komm schon. Beeilung, Beeilung. Wir müssen die Steine. Ich glaube, ich schmeiße die Steine hier mal rein. Sonst wird das nämlich auf Dauer nichts werden mit uns. Oh, ja, komm. Habe ich. Ach, habe ich das schon abgegradet zu was Höherem? Oh. Das war natürlich nicht meine Absicht. Ich wollte eigentlich bloß eine kleine Mini-Hütte hier haben. Pam, 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 pam. Steine. Ablegen. Bitte alle akzeptieren. Und Stöcke. Können wir mal hier lassen. Okay. Alles klar. Axt, Axt, Axt hier hinten. Komm. Hier haben wir noch ein paar Bäumchen. Die schreien danach, gefällt zu werden. Mehr Scheiß, geht das relativ gut, muss man sagen. So, Nummer 1 gefällt. Komm her. Ich sehe auch schon ein paar weitere Pilze hier auf dem Boden. Das wird noch interessant hier werden. So. Dich mitnehmen und dich auch noch gleich mitnehmen. Ich würde sagen, Jahreszeit und Schlaf. Es gibt 4 Jahreszeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Die Saison wechselt automatisch nach 3 Tagen. Welche Dinge hängen von Jahreszeiten ab, einschließlich der Aussaat und Erntezeit für verschiedene Getreide- und Gemüsesorten, sowie die Verfügbarkeit von Wildnahrungsmitteln wie Beeren und Pflanzen. In den verschiedenen Jahreszeiten herrschen unterschiedliche Temperaturen, weshalb du geeignete Kleidung dafür brauchst. Du kannst zwischen 19 und 7 morgens in einem Bett ohne Feuer schlafen, das Schlafen am Feuer stellt die Gesundheit nicht wieder her. Schlafen im Bett ist ein wenig. Alles klar, das ist doch schon mal gut zu wissen. Also, dass es gerade so ein bisschen Nacht wird. Aber wir müssen natürlich noch ein bisschen was machen, sonst haben wir nämlich keine Wohnung zum Schlafen.
Aber, wie wir sie zu Ende bauen, sehen wir in der nächsten Aufnahmerunde. Bis dahin hoffe ich auf viel bei nächsten Folge, Entschuldigung. Bis dahin hoffe ich halt viel Spaß beim Zuschauen und es würde mich freuen, wenn ihr da mit dabei sein könntet. Macht's gut und wie immer, tschüss, salut.